So, willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls Online. Oh, jetzt habe ich ganz was vergessen. Das muss ich mal kurz ändern hier. Das mache ich ungern während der Aufnahme. Die Hauptstory ist durch. Unerwartet. Sehr unerwartet. Tja. Wir haben keine andere Wahl, als jetzt zu gucken, was wir als nächstes machen. Ihr seht, Hauptstory ist durch. Dunkelforce ist technisch beendet. Aber natürlich fehlt uns noch ein Großteil der Karte. Da kann man sehen, wie straight ich das durchgezogen habe. Kaum Sachen gefunden. Also, wo Spiel wirst du uns hinschicken? Was ich ziemlich gut finde, kein Weltverlies oder so. Kein dieses. Na, wo ist denn das? Feldzeilen gehört nicht zum Abschluss. Ist das eigentlich hier oben auch? Warte, Schran war das hier. Ein Kuncast. Oh, schwer rauszufinden. Gut, also Spiel, wo will ich hin? Wo soll ich hin? Die Wegmarke, logisch. Was macht denn? Nächste Wegmarke ist da. Gut, also gucken wir, dass wir da hinkommen. Mit unserem Bord Miri, dessen Gegenstände ich bisher noch nicht gefunden habe. Obwohl es eigentlich welche geben soll. Ach, schon wieder? Was? Wie schon wieder? Du schon wieder? Jo. Man darf sehr gespannt sein, was da auf uns nächstes zukommt. Das Gebiet Dunkelforst ist riesig, aber die Story ist in 22 Folgen doch arg kurz. Und zum Vergleich, das Ende bei Greymoor. Machen wir später. Ich hätte nie gedacht, dass ich lange genug überlebe, um das Ende zu sehen. Doch da wären wir nun. Ja, da hast du recht. Wir haben das Ende von Dunkelforce erreicht. Super, ich musste ja. Hast du den gerade gekillt? Okay. Jetzt habe ich Respekt. Mein Begleiter hat gerade einen Gegner gekillt. Und zwar fast im Alleingang. Das ist cool. Oder sagen, ist das Jumanji da drin? Das hört sich so ein bisschen so an. Das Spiel, was verzaubert ist, wenn du, wenn du das Spiel spielst, gehörst du ihm. So. Ja, fick dich das gerade. Fick dich. Wer es findet, behält es. Nicht wahr? Ja. Wer es findet, darf es auch. Wer was erreicht, darf es auch zeigen. War ich gerade? Ja. Wenn man die Enden vergleicht, jetzt vom. Nur das Finale von Greymoor. Das L2er-Finale habe ich schon vergessen. Aber das Finale von Greymoor. Oh, und auch das von L2er. Die haben sich irgendwie mehr nach dem Finale angefühlt als das hier. Hier habe ich nur einen Boss geklatscht. Und da ist ja, das war der letzte. Das war der einzige. Und der war noch nicht mal herausfordernd. Also ich bin nicht mal in Not gewesen, ne? So. Klar, ich habe Vampirform einmal gemacht. Das war aber auch hauptsächlich da, deswegen, um mehr Kampfkraft reinzuhauen. Und weil mir die Magicka ausging. Das war das einzige. Alter, was ist denn das? Ein Moratsmerkler? Gott, sieht ja aus. Ne, aber es hat sich nicht wie ein Ende angefühlt. Es ist, Wie steht ihr dazu? Was meint ihr? Wehschrein von Vulknagel tägt. Vunalk war das. Und wir erkunden als nächstes ein Verlies.
den Anführer in Wunalk besiegen. Gehen wir einfach nur weiter. Eure Meinung, oder andersrum, deine Meinung interessiert mich doch relativ viel. Ich liebe es, Kommentare zu lesen, ne? Sieht ja schon mal ziemlich im Arsch aus. Oh, hier sieht es ja ziemlich cool aus. Na toll. Wenn ich da hingehe, komme ich nie wieder zurück. Sehe ich doch so schon. Kommt man da irgendwie hier rum? Ja. Okay, so komme ich dann also doch wieder zurück. Schön, dass die Dinge auch hier verstreut sind. Tja. Hm. Gut. Dann gucken wir uns mal weiter um. Wunalk entdeckt. Und die dazu gehörige Quest. Oh, seht mich nicht so an. Das habt ihr nur euch selbst zuzuschreiben. Oh, ihr habt das gesehen. Wahrscheinlich glaubt ihr, ich spreche mit diesem Schwein. Und nun ja, schon verständlich. Das mache ich ja auch. Doch ich habe eine wirklich gute Erklärung dafür. Wisst ihr, dieses Schwein ist mein Bruder. Oh. Und ich brauche dringend Hilfe, um ihn zu baden. Euer Bruder ist ein Schwein? Lasst euch von seiner schweinischen Erscheinung nicht täuschen. Üblicherweise hat Dedlo dieselben perfekten Schuppen wie ich. Doch heute beschloss er, in diesen Ruinen herumzustöbern. Und er hat die Schwester der Becken, die hiesige Nereide, verärgert. Ich schätze, sie sah es als gerechte Strafe an, dass ein Schwein aus ihm wird. Und warum müssen wir ihn baden? Oder ihr? Mein Gedanke dahinter ist, dass die Schwester der Becken Dedlo vielleicht beim Baden in ihren Wassern sieht und dies als Akt der Demut deutet. Dann verwandelt sie ihn womöglich zurück. Ich kann nicht allein in diese Ruinen zurückkehren. Viel zu gefährlich. Ich habe etwas Gold, falls ihr gewillt seid, uns zu helfen. Ja klar, ich begleite euch die Ruinen, um Dedlo zu baden. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Ihr ahnt ja nicht, wie viele Leute einfach vorbeigehen, wenn sie eine Argonierin sehen, die mit einem Schwein spricht. Ich bin mir nicht sicher, ob es klappen wird, wenn wir Dedlo baden. Aber wie sollen wir uns sonst bei einem Wassergeist entschuldigen? Gehen wir rein, bevor er noch mehr Maden ausgräbt. Warum ist Dedlo in die Ruinen gegangen? Mein dummer Bruder träumt davon, Musiker zu werden. Er hat gehört, dass die besten Frösche in diesen Ruinen leben. Und er konnte es nicht erwarten, welche für sein Wasser Sattel zu fangen. Wer hätte gedacht, dass die Nereide so empfindlich nur wegen eines Haufens Frösche sein würde? Was ist ein Wasser Sattel? Was ist ein Wasser Sattel? Bloß das feinste Musikinstrument, das je ersonnen wurde. Wir Argonier lieben sie. Frösche füllen die vielen Hohlräume und erzeugen durch die angebrachten Hörner einzigartige Klänge. Je glücklicher die Frösche, desto besser die Musik. Woher wisst ihr, dass das Schwein wirklich euer Bruder ist? Er wurde vor meinen Augen verwandelt. Es war grauenhaft. Seine Schuppen wurden zu Borsten. Und ihm sind eine Schnauze und kleine Schweineohren gewachsen. Die Schwester der Becken war richtig außer sich. Vor allem, nachdem Dedlo die Frösche verängstigt hatte und die alle davongehüpft waren. Wenn ihr bei eurem Bruder wart, warum hat die Nereide dann euch nicht auch verwandelt? Mein Bruder hinterließ eine Notiz.
Darin erzählte er mir, was er vorhatte und wo. Ich kam zu spät, um ihn noch aufzuhalten. Aber gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie die zornige Nereide ihn verfluchte und zu einem wandelnden Schinken machte. Ich schätze, sie hat mich nicht bemerkt. Was wisst ihr über die Ruine von Wunalk? Eigentlich nicht viel. Der Ort wimmelt von allen möglichen wilden und gefährlichen Kreaturen. Wie zum Beispiel der Schwester der Becken. Die Nereide, die meinen dummen Bruder verflucht hat. Passt auf. Wenn ihr die Ruinen erkunden wollt, dann macht nur. Aber könntet ihr mir zuerst helfen, Dedlo wieder zurückzuverwandeln? Oink, oink. Oh, es zieht. Mal gucken, wie groß ist denn das Feldies? Über die Ruinen verteilt gibt es mehrere Becken. Ich schlage vor, wir baden Dedlo in drei verschiedenen Becken. Das sollte der Nereide zeigen, dass es ihm leid tut. Also, semi-groß mal wieder. Ihr wagt es zurückzukehren, kleines Schwein, um noch mehr meiner Frösche zu erschrecken? Nun gut, das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Coole Synchronisation. Tolles Stimmchen. So, da lang. Sumpfhunde, Igitt. Und haufenweise Bücher. Das die Beziehung verbessert. Einfach mal alles anklicken. Salamander. Gibt's ja wirklich alles. Hat er mich gerade gezüngelt? Hat er gerade seine Zunge an mich rein... Jetzt bin ich aufgewärmt. Gerade seine Zunge an mich rangepatscht. Igitt. Wer patscht denn eine Zunge an mich ran? Ja, ich bin lecker. Ich bin sehr, sehr lecker. Seit ich euch kenne. Das wundert mich nicht. Du bist ja auch gerade erst frisch auf dem Markt. Meine ich als Gefährte. Gut, gehen wir mal hier lang. Das ist auch das erste Becken. Dieses Becken sieht bescheiden aus. Geht rein und schrubbt meinen Bruder. Soll ich den auch noch schrubben? Oh, großer Wassergeist. Seht, wie mein Bruder sich erniedrigt. Sie wollen uns an den Kragen. Könnt ihr ihm nun bitte sein schweinisches Wesen nehmen? Das nennt ihr bescheiden, wenn ein Schwein nicht passt. Wie wäre es mit einem Federvieh? Er ist jetzt zum Huhn geworden. Schön. Oder zum Hahn. Naja.
Noch ein Salamander. Patsch. Krieg ich die Zunge schon wieder direkt ab. Oh ja. Gib's mir. Gib mir ein Dreier. Nein, mein Buff ist abgelaufen. Oh, schön. Ich denke, mit mir kann man eigentlich gut auskommen. Würdest du die umbringen, wegzulaufen? Na wohl nicht. Vielleicht sollten sie das mal ausprobieren. Reifzecke, Git. Und ein Level-Up, schön. Oh, hier gibt es ja auch die schlimmsten Gegner, ne? Ein Hackflügel. Das ist ein ganz schön heftiger Gürtel, ne? Na schön, Deblo. Dieses Becken sieht mir nach Ange... Oh, mächtige Nereide, hört unseren Kummer. Mach dir Deblo bitte nicht länger zu einem Huhn. Ist das ein reuiger Blick? Ich finde nicht. Aber wenn euch ein Huhn nicht gefällt, was haltet ihr von einer winzigen Echse? Oh, jetzt ist ein Gua oder was? So ein... Ja, nett. In meinem Bestreben, der größte Wossadl Musakea von ganz Tamriel zu werden, muss ich allerbeste Frösche finden. Der Niswo verriet mir, dass die Frösche, die nun mir glasklaren Teich in den tiefen Tiefen von Vunalk Ruin herumtrollen, die schönsten Froschlieder in ganz Dunkelforst singen. Ich muss diese Frösche einfach finden und ihre Melodien persönlich anhören. Bisher konnte ich den verschiedenen Kreaturen aus dem Weg gehen, die in diesen Ruinen hausen. Aber ich bin überrascht, dass ich den Nereide noch nicht begegnet bin. Ich möchte unbedingt mit ihr reden und mir ihre Erlaubnis holen, bevor ich eine der Frösche mitnehme. Wenn sie die Musik so sehr liebt wie ich, dann ist das bestimmt einsichtig. Ja, bestimmt. Hm? Nicht du. Oder den Todspringer anklicken. Wenn es ruhige Passagen gibt, so wie jetzt gerade eben, wo ich wenig sage, hat doch Himmelsscherben noch nicht gesehen hier. Ja.
Liegt das daran, dass ich das Mikrofon habe, so stumm schalte? Die Möglichkeit habe ich jetzt. Und das Geile ist, ihr hört dann keine Nebengeräusche mehr. Die sind dann einfach weg für euch. Die Würger sind bisher das Schlimmste an dem Spiel. Sind die hässlichsten Gegner, die es gibt. Dann lieber Reifzecken. Irgendwas anderes greift mich noch an hier. Ach, Jesus. Stirb doch einfach mal. Ne, vor allem so Nebengeräusche von draußen, die Hütte hier dann am Asu. Okay. Ist aber nicht der Boss. Tut aber genauso weh. So, langsam kommen die Level-Ups rein. Oh, Wunderwerk braucht ewig, ne? Ach, guck doch auf die Karte und geh weiter währenddessen, ist doch kein Problem. Oh ja, hier habe ich ein Level-Up gekriegt, aber das... Ne, da habe ich ein Level-Up gekriegt. Maximales Leben wird erhöht, das ist cool. Boah, und direkt um das Doppelte. Erhöht eure eigene Heilung für jede ausgerüstete Fähigkeit. Oh, ich habe ja die Fähigkeit ausgerüstet hier. Ein bisschen mehr Heilung kann man auch gebrauchen. So, sonst habe ich keine signifikanten Levelerhöhungen gehabt. Noch ein Würger. Die Dinge will ich wirklich umgehen, weil... Ah, ihre Fähigkeitsanziehung ist doof. Die ist ekelhaft. Vor allem Gegner mit Regener sind sowieso beschissen. Wenn du noch zwei Todspringer hast, dann wirst du wirklich down. Ich will euch nicht wehtun, aber ich tu's trotzdem. Ich habe ja auch schon gesehen, Frosch. Planänderung? Ne, du hast eine Fähigkeit bekommen, die hätte ich gerne mal gesehen. Und zwar die Maske der Qual. Jagt Feinde in der Nähe Angst ein, was 4 Sekunden lang zusammenschrecken lässt. Oh. Nun, das ist auch ganz gut. Soll mal so bleiben. Wenn sie 4 und 5 Fertigkeitsfrei hat, dann... Kann das gerne damit rein. Diese Becken schreien einfach Bußfertigkeit. Versucht ihn diesmal hinter den Ohren zu säubern. Kommt schon, Wasserfrau. Es tut uns doch echt leid. Verwandelt meinen Bruder zurück. Dieser Froschreck verschlampt meine Becken und glaubt, das bringt ihm meine Vergebung ein. Nachdem er meine geliebten Quaker verscheucht hat? Niemals. Na, no. Nicht gefunktioniert. Nun, knusprige Grillenbeine. Ich hätte wirklich gedacht, dass das klappen würde. Mein Bruder wird für immer ein, was auch immer das ist, bleiben müssen. Wartet mal eben. Dedlo ist dem Untergang geweiht. Es sei denn... Es sei denn was? Der Schwester der Becken ging es nur um die verscheuchten Frösche. Wenn Dedlo ein besänftigendes Lied am Froschbecken singt, beruhigt es die eingeschüchterten Frösche vielleicht. Und sie kehren zu dem Becken zurück. Wenn das geschieht, wird ihm die Nereide gewiss verzeihen. Und wo ist das Froschbecken? Das Froschbecken. Es liegt etwas tiefer in den Ruinen. Dort habe ich gesehen, wie die Schwester der Becken meinen Bruder in ein Schwein verwandelt hat. Spritzt etwas Wasser auf Dedlo, wenn wir dort sind, bis er zu singen anfängt. Das muss einfach klappen. Na, was für ein Plan. Kann das sein, dass der Verliesboss dann gekoppelt ist mit der Quest? Das wäre auch cool. Och,
Das ist ja alles voller Würger hier. Das ist ja unglaublich. Setz dem einen nach! Miri kriegt auch mehr Erfahrung mittlerweile. Scheint sie vielleicht am Level anzupassen. Mittlerweile brauche ich auch keinen Geist mehr. Ich klopfe mich einfach so durch. Das ist auch ganz gut. Och. Hackflöge tun auch so, als wären sie irgendwie die Pisten. Oh, Weg sei Dank. Was? Weg? Ich weiß nicht, was Weg damit zu tun hat. Das ist der Ort. Bringt meinen Bruder... Spritz einfach ein bisschen Wasser auf den Lo. Er sinkt immer beim Baden. Meine schönen Frösche. Sie sind heimgekehrt. Solch schöne Musik. Was für ein reizendes Geschenk. Die Schwester der Becken vergibt euch, Dedlo. Seid wieder ihr selbst. Meine Frösche werden euer Lied noch in fernen Zeitaltern singen. Hab dann. Dedlo ist wieder er selbst. Verschwinden wir, bevor die Nereide es sich anders überlegt und ihn in einen Fackelkäfer verwandelt oder so. Ja. Auf jeden Fall. Kommt noch der Boss oder so? Ich brauche noch einen Weltverlies. Ja, sehr schön. Würgeranke, das ist er. Gleich angreifen. Hinfort mit euch, Sivin! Da. Huch. Der hat den Ort verwandelt. Würgeranke ist im Angriffsmodus. Boah, das könnte auch ein Dark Souls-Boss sein, wenn ich mir das so vorstelle. Vom Aussehen her. Ka-ching! Und wieder kein Gegenstand für meinen Charakter. Gut, wo geht's das nächste hin? Nächstes Verlies? Na, warum nicht? Knochentotem kann nun verändert werden. Cool. In was denn? Bildnis kann 28 Meter entfernt beschworen werden und kostet weniger. Verbündete können einige Synergien, um die kleine Verwundbarkeit zu belegen. Erhöht Dauer, wenn die Fähigkeit aufgewertet wird. Dann lieber weit entfernt und kostet weniger. Das ist mir lieber. Ich habe keine Mitspieler hier und ich gehe davon aus, dass mein Begleiter keine Synergiefähigkeit nutzt. Also ist es total egal. Aber die Quest? Hat sie die Quest verändert? Ja, na, die. Aha! Schmerz. Ich habe Regener. Das ist wunderschön, wenn man Lebensregeneration mal hat. Ja, oh, ich kann mittlerweile über diese Stufen gehen. Das haben sie gefixt. Stufen, die normalerweise so hoch waren, die man gerade im Bild sehen konnte, wo ich drüber lief, bei der Treppe unten und oben, da hatte man hatte der Spieler Probleme vorher, da durchzukommen. Keine Frösche mehr, Bruder. Vielen Dank, dass ihr geholfen habt, meinen Bruder zurückzubringen. Ich muss gestehen, dass er Talent hat. Doch ich muss ihn dazu bringen, wieder ein Instrument zu spielen, das weniger lebende Tiere braucht.
Unsere Eimutter wäre am Boden zerstört, wenn er als Bantam-Guar nach Hause käme. Wegen dieser Belohnung, die ihr erwähnt hattet. Oh, richtig, natürlich. Dedlo würde immer noch nach Knollen wühlen, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ihr habt dies hier verdient. Nicht viele Fremde würden innehalten und einer Argonierin helfen, die mit Schweinen spricht. Noch einmal vielen Dank. Wisst ihr, wenn ich so darüber nachdenke, habe ich eine einmalige Gelegenheit verpasst, während mein Bruder ein Schwein war. Ich habe gehört, dass sie mit dem Rüssel seltene Pilze erschnüffeln können. Ich hätte ihn danach suchen lassen sollen, bevor wir ihn zurückverwandelten. Nun ja. Was steht für euch als nächstes an? Nun, da mein Bruder tatsächlich über ein gewisses musikalisches Talent verfügt, werde ich vielleicht seine Agentin. Ich besorge ihm ein bisschen Arbeit in Gideon oder vielleicht sogar Leerwin. Doch ich glaube, wir fangen damit an, dass er sich als Sänger betätigt. Ich möchte ihn eine Weile von Fröschen fernhalten. Na, sehr schön, dann haben wir das Froschproblem erledigt. Danke fürs Zusehen.